Allez. Ja gut. Es ist ja gut, weil die... Oh Gott, was hat die Backen aufgefunden? Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Sie müssen doch unter diesem Komplex nicht leiden. So sieht es doch gar nicht aus bei ihm. Hervorragend. Mehr. Komm her, Waldi, warte, wir haben noch was. Das noch nicht gegessen, die habe ich versteckt. Jetzt warte es ab. Gib den Namen. Jetzt. Der Depp bin hier wahrscheinlich ich und nicht du. Das ist in Plastik drin, du Depp. So, jetzt von hier rauf. So. Jetzt legen wir die hier hin. So viel Zeit habe ich auch keine. Okay. Siehste. Aber er guckt schon. Jawohl. Er guckt schon auch nach der Tüte, nicht, dass da noch was drin ist. Und jetzt brauchst du nicht das ganze Zeug runterzuschlucken. Ja, er wird schon runtergeschluckt. Ja, ja. Okay. So. Hier legen wir jetzt hin. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Hier ist ein paar. Hörst du? Hier sind Sonnenblumenkerne. Das ist in Plastik, die sind besser. Du sollst, ich beiß dich auch gleich. Hier. Gut. Du sollst mich nicht beißen, ich beiß dich nicht. So. Willst du oder willst du nicht? Du sollst mich hier nicht knutschen, du Depp. Ups, knutsch dich selber. Hier geht er hier hin. C'est la bonne saison. On voit des gendarmes aussi. En provenance de Davos, on voit des gendarmes avec des kalachnikovs, habillés en civil. Vous avez pris de loin, on voulait pas. C'est en Francozie. Oui, moi, vous avez eu de près de dos. On va dire, on va faire de près là. Je sais pas si c'est pour les bons, pour les affaires, pour la police. Ils aiment pas trop mal. Les gens ici, il vaut mieux leur demander. Ouais. In diesen Tempel kommt demnächst dieser Buddha, der diese Stadt den Namen gegeben hat. Luang Prabang Buddha, sogenannte Heiligtum. Wo ist jetzt?
300. Wo ist der Mensch reisen oder spirituell anfangen? Und es war ein Mann, der war auch ganz gut, und hat gesagt, wo wir das haben, eine Frage beantworten. Und es gibt so ein Gesetz, wenn die kleine Mann die Frage nicht beantworten kann, wird sie dann abgeschlossen werden. Der nächste Ort, den wir anfahren, Stopp ist Vientiane. Dort fliegen wir mit dem Flieger dorthin, von diesem Flughafen aus. Das ist der Buddha auf dem Berg, den wir gerade hochgelaufen sind. 300 Stufen sind wir hier hoch. Laufen. Auch die ganze Aussicht ist oben von diesem Berg aus. Die Buddha-Legende, wir wissen ja, für alles brauchen wir eine Legende, ist die auf der Erde, heißt es, aber allgemeiner Chaos hätte sich angebahnt und die Menschen seien also unglücklich gewesen, weil sie
keine Lehre gehabt hätten, die ihnen den Weg gezeigt hat zur Erlösung. Und da haben nun im Himmel oben saßen die Götter zusammen und waren verzweifelt. Und dann hat man einen ausgesucht und hat gesagt, du musst jetzt was machen, und das ist Buddha. Und der sei dann in Form eines weißen Elefanten in die Seite seiner Mutter eingetreten. Der Buddha dargestellt als Höchste. Im Mahayana ist es so, dass man also in die Himmelsrichtung einen Buddha gibt. Also da es 8 Himmelsrichtungen gibt, 9 Buddha. Ein fürs Zentrum und für jede Himmelsrichtung ein. Sie haben auch alle Namen. Und dann gibt es eine sogenannte 28er Kette. Das sind 28 aufeinanderfolgende Buddhas, deren Namen man sagt. Ich weiß kein Mensch mehr, weil Leute vor 700.000 Jahren oder irgendwo mein Buddha gelebt hat, mit welchem Namen der war und mit welchem Baum der meditiert hat. Dies ist unser Hotel, Villa Santi Hotel. Hier haben wir oder werden wir viermal übernachten, beziehungsweise wir haben schon 3 Nächte hinter uns. Die Zimmer liegen im hinteren Bereich. Eine sehr schöne Gartenlandschaft dabei. Abends alles beleuchtet. Hier sind wir wieder in der Gartenanlage unseres Hotel Villa Santi. Es gibt einen kleinen See mit einem Haus drauf, da kann man sich hinlegen. Hier auf der Terrasse hinten drin Teil des Hotels haben wir immer gefrühstückt. Oder wie heute haben wir auch da auch Mittag gegessen. Jetzt macht Klebereis. Kügelchenform. Eintunken. Geht noch nicht, hat er noch nichts selbst noch gemacht. Eintunken. Und werfen. ขันนายบ้านและแนวโหมสมสิงของกันมา
终于吐了，这么干净。 Jetzt sind wir in Vientiane. Sind gerade angekommen und sind direkt zu diesem Stupa gefahren. Weil wir drüben auf der anderen Seite dann runtergehen. Mit diesen Steinen und so, das ist alles von irgendwo her. Das sind alles, was ich hier finde, das hat man von anderen Tempelanlagen, die kaputt gegangen sind. Was man dort gefunden hat, das hat man hierher gemacht. Das soll eine Art Umgehung werden hier. Sich in
zwei aufbaut, das heißt 1, 2 oben. Das ist dann 68 auf 69 Meter. Es sind 30 kleine Stupas drauf, das sind 30 Wege der Erleuchtung. Und es sind unten 323 und oben 232 Zinnen um die Anlage herum. Das Ganze ist gemacht wie in einem Lotus schweben. Ich habe so die Lotuszinnen oder die Bodizinnen und dahinter die Lotusblätter. Die Basis für den Stupa da. Und oben drauf stehen, wie gesagt, 30 solcher Schädis nochmal. Bei den chinesischen Kaisern waren das Prinzipleistungen, die jeder erbringen musste. Da musste jede Vasallenstaat musste ein goldenes. Wenn Sie jetzt eine bestimmte oder wenn Sie überall Mobilen jetzt gibt, der ist oben auf der Schwede. Mit dem roten Fernglas können Sie den auch erkennen. Manche Leute damit mit Fernglas können Sie nicht ganz konnten. Theoretisch auch mit Aluminium eingefärbtes Glas. Das muss gehen, wir müssen entscheiden. Na. Lass den Tempo schrumpfen, dann bist du ja auch wunderbar. Bitte? Lass den Tempo schrumpfen. Interessant ist, dass man hier die Säulen
auch drüben Einfluss aus Nordthailand und aus Burma. Ursprünglich kam es aus Burma und dann wurde das später also in Nordthailand dann auch gemacht. In Lampang Luang gibt es auch solche Verzierungen, hölzerne Verzierungen an den Giebeln. Gehen wir mal hier rum. Hier innen haben sie eine Hauptblumen, die und in die Schiebe führt sich hier immer so ein bisschen, was. Und diese 10 oder 100.000 Futter Wand, das sind die Leute, die hierher kommen, die stellen viele Kunden auf. Jetzt sind wir in Angkor Wat angekommen. Jetzt hier ein Rib und wir werden nachher Angkor Wat uns anschauen. Dies ist unser Hotel in Siem Reap und hier ist die Tempelanlage Angkor Wat. Das sehen Sie, die Bambus.
da drüben. Ja, ja, da, ja. Ja, ja. Hier auch. Bambusbündel. Ach so. Die schwimmen auf Bambus. Hier links auch. Und die werden dann alle paar Jahre wird die erneuert. Hier gibt es alles, hier gibt es Lebensmittelläden und Friseure, alles auf dem Wasser. Hier, der hat sein Radnetz rechts. Hier auf dem nächsten Boot, hier auf der rechten Seite, da sehen Sie solche merkwürdigen Lampen. Das wird vorne aufs Schiff, hier auf das Fischerboot draufgesetzt. Die Fische gehen zum Licht hin und dann werden sie gefangen. Ja, die Bambuskonstruktion. Das ist relativ neu, ne? Ja. Ganz frisch. Ja. Tankstelle hier. Tank. Hier über der Markt. Kaufladen. Haus jetzt weg, sind, ne? Ja.
Zentrale. Da ist nochmal einer rein. Ja. Werft doch mal einer einen Arm hinein. Es gibt doch genug Invaliden hier schon. Ja, so da hat den Fischkatsch. Ja, die sind so gut, dass die nur mal im Schlafe da zur Seite schnappen, Fischlein. Man kann irgendwie mit dem Boot auch runterfahren nach. Das ist der Friseur hier des kleinen Schnückenorts. Leider kann man die Gerüche, die hier sind, nicht auf der Videokamera auffangen. Atemberaubend.
Hier wird gerade frisch gegrillt. Leider können wir euch davon nichts mitbringen. Aber ich denke, die Bilder sagen genug. Hier zu leben ist wie in einer Freilichtbühne. Da werden die Fische zubereitet, hingelegt. Hier wird der Fisch geräuchert. Ja, Smokefish soll er heißen. Ist klar warum, ne? Nebenan gibt es dann Lebensmittel. Alles wird gewogen. Lecker, lecker Fisch. In jeglicher Form. Man kann sich's nicht vorstellen, aber hier leben Menschen. Dieser Zweisamkeit hier. Wie gesagt, die Gerüche sind leider nicht rüberzubringen. Da stockt einem der Atem. Laufen sofort. Bleib mal stehen. Die Kinder gehen. Hier wird Fischpaste erzeugt. Ja. Ja genau, da oben sind Betelnüsse dran, sehen Sie? Die gelben Früchte dort oben, an diesen Areca-Palmen. Ja, Rechnernuss oder Kieselnuss. Ah ja, da war nicht. Hier sieht man die Betelnuss. Wächst auf einer Palme. Und zwar sehr dünn und sehr hoch. Das ist eine Betelnuss. Gelegenheit zu sehen.
Ja, wie Ulla sagt, wohnen wie im Center Park, direkt am Fluss, eigentlich nichts anderes. Allein die Qualität bestimmt das Wohnen. Also vier Gesichter, und sie erkennen die Dämonen daran, der rechten Seite Dämonen, ja, dass diese Anwesen oder in diesen Vorsitz auf der Straße. Herr Barth, ich weiß nicht, wie lange Sie noch leben wollen. Es wäre aber besser, Sie lassen sich erst überfahren, wenn Sie wieder daheim sind. So, wie gesagt, 54 dieser Figuren. Wir gehen da vorne hin, treffen uns dann vorne am Tor. Okay. Da kam die Armee und der Feuerwehr. Ein großes Festival.
dann sind die Leute hierher gekommen. Hier waren Elefanten, Schöpfe, Reitwettbewerbe, Sportwettbewerbe. Im Prinzip alles, was zur Unterhaltung des Kuhkaufs ist. Das kann alles hier auch in der Parade. Tom ist aber erst zur Zeit um 1230 herum, 1250 herum entstanden. Das ist also auch diese Elefantenterrasse, also die Königsterrasse in dieser Zeit einzuordnen. Und hier gibt es ein Vergleich. Götter erkennt man daran, dass die Augen rund, die Augen die Geschützaugen sind. Die Mantelaugen, während Dämonen, die wir dann gleich sehen werden, runde Augen haben. Runde Kopfaugen, Dämonen. Und die Mantelaugen, das sind Saros und Götter. Und das sehen Sie hier dargestellt, niedere Gottheiten und anbetende Engelswesen, die stellen hier die äußere Fassade dar. Und wir haben sie immer wieder dieses wunderschöne Lächeln der Quer. Eine ganze Reihe dieser Gottheiten hier. Und wer weiß, wo man da auskommt. Da ist Schwierigkeiten da. Krokophant. Noch ein Krokophant. Es waren hier ein Dutzend von Fünftern hier. Da gab es einen, der hat den Hochriss gemacht, der hat uns aufgerissen. Dann gab es die Kutterreister, die waren Kunstwerker, die haben das ausgeachtet. Das war dann nicht mehr Sache der Bildhauer selber, sondern das war die Welt. Und dann kam der Bodenmeister und hat das Ganze nochmal abgenommen und den Schlüssel gegeben. Sie sehen also hier beispielsweise, dass diese Gruppe hier, das hier gemacht hat, dass die ganz vorzüglich gearbeitet haben, das ist alle wunderbar gekettet, der Schmuck ist überall voll ausgearbeitet. Diese Armspannen und Armreifen und dort hinten der Fuchsschmuck, das ist alles voll ausgearbeitet. Hier oben ist es dann schon ein bisschen weniger, das ist dann grau und nicht mehr poliert worden. Thank you.
Version soll es ein Dämon, ein Gott der Unterwelt sein. Es ist wie gesagt nicht gesichert. Der Kopf ist glaube ich der 5. oder 6. Wollen Sie das Ganze jetzt für die Ewigkeit festhalten? Einfach drücken. In gewohnter Manier. Einfach wegdrücken. Fotografisch niederhalten. Das ist eines der Stilmerkmale der Angkor-Kunst. Das finden wir an sehr, sehr, sehr vielen Tempeln und Türeingängen an diesen Tempeln. Selbst an Scheintüren, wie in Ägypten, Scheintüren, gibt es diese Lintele. Und sie haben dann häufig, nicht immer, aber häufig in der Mitte diese Makara, diese Fratze. Und aus dem, also kleine Händchen, und aus dem Mund dieser Fratze kommen dann die Girlanden raus. Sehen Sie, das ganze sich verschlingende Arabeske, das dort rauskommt, kommt aus dem Maul rechts und links von dieser Makara, von dieser Maske. Oben drüber haben sie sowas ähnliches wie in Griechenland, ein Eierstabfries, der oben rüberläuft. Und die ganzen Wände hier sind ausgeschmückt. Papierrelief, die Rollen in den Reihen, wenn sie so gehen kaufen. Da gibt es hier solche Rollen, die werden dann so eingerollt, wenn sie dann ziemlich geschützt. Ich meine, das ist so, ne? How much? $10. $7. Also das Spiel sind ja doch für 10 und das andere $10. Wenn Sie so vor sich hin handeln, mehr als 4 Euro kann ich nicht bezahlen. Wie mal, ob das noch wie mal ist, wie lange das ist. Schwarze Seele entsprechend. Zwei Steine gesehen hat, also sofort angefangen zu bauen. Er hat unentwegt gebaut. Er hat mitunter 15 bis 20 Baustellen wurde gleichzeitig gebaut. Er hat 106 Krankenhäuser gebaut, allein von hier bis Chi Mai. Ja.
diese Tänzerinnen, diese Apsaras, die tanzen dort auf dem Lotus, auf der Lotusblüte, sehen Sie? Und also dieses Zugeständnis, das buddhistische Zugeständnis, obwohl Lotus auch im Hinduismus eine Rolle spielt. Das ist so, dass sie dort verbannt werden. Die Sie haben, das sieht aus, wie wenn Sie eine Lotusblüte umdrehen, ne? Wenn Sie eine Blume umdrehen, so sehen die Helme aus. Das sind also die Bösen. Ne? Das sind die Charm-Truppen, die hier entlang kommen. Dort oben in drei Ebenen, wie gesagt, kommen sie anmarschiert und sie kommen auch mit einer Flotte, wie wir dann gleich sehen werden. Hier der ganze Kriegszug, immer die Generäle und Offiziere, die oben auf den Elefanten sitzen. Die haben Reiz, weil in China wurden sie den Dieben die Ohren geschlitzt. Die Ohrläppchen, dass man sofort erkennen konnte, aha, das ist ein Schweinehund-Elefant. Und hier tobt der Krieg, die Schlachtszene zwischen dem Charme und dem Meer. Wir sehen noch verbündete Truppen sehen. Da trägt Mutter Courage ihre Tochter. Mit diesem, das ist so eine typische Frisur, wie sie die Kinder haben. Dann hier haben sie. Bitte? Doch, da ist ein Schwanz. Da haben wir einen, der hier den Zahn zieht. Zahnschmerzen der Bursche. Dann kommt der nächste Wagen. Sie sehen, der ist sehr schwer beladen, der schiebt hier noch mit. Und unten saust das kleine Schweinchen mit. Das hat sich aus Angst vom Kochtopf da unten hin versteckt. Ich melde dich ihm. Hier wird gekocht. Da wird ein Schwein in den Topf reingestopft. Hier gibt es Schaschlik. Das sind so Spießchen hier, sehen Sie? Groß. Oben auf dem Haus sausen, auf dem Dach sausen also die Vögel entlang. Und da es ein Ziegelhaus ist, scheint es also was Wichtigeres zu sein. Nicht, er ist einfach der einfache Mann von der Straße und dann werden Siegesfeiern in den Häusern der Edlen veranstaltet. Hier auch. Da wird gekocht und gequirbelt. Hier oben sind also die Hände. Dort ist die Teekanne. Und hier diese Schirme, diese Fächer, die sie die Mönche haben. Ist die Landszene. Hier ein Bär, der auf dem Baum klettert und der hat Angst vor ihm hier oben. Der ist da abgehauen. Hier ein Schwein. Hirsche. Thank you.
54 solcher Türme gibt es hier. Jeder dieser Türme hat vier Gesichter, mindestens vier Gesichter. Obendrauf war eine Lotusknospe, ja, an dem können Sie noch gut erkennen. Die Türme haben unterschiedliche Größen, sind in Dreierreihen angeordnet, also immer so drei, die zusammengehören, ein größerer und zwei kleinere. Überall haben sie dieses Gesicht. Das finden wir überall an den Bauwerken von Jayavarman dem Siebten. Man weiß nicht genau, was es ist. Jayavarman der Siebte hat sich als... Was hier in der Mitte ist, ist der Berg Leopold. Ja, könntest du mal bitte kleine Stück da sehen. Die stehen eigentlich vor einer Grotte. Aber es gibt dort auch einen Zugang, da können wir unten rausgehen. Oh. Aber ohne Mützchen. Mach so ein Mützchen und mach nochmal und mach ein Mützchen ab. Aber das Gesicht ist nämlich. Ja, wer solche großen Füße hat, muss gefühlvoll sein. Ja, sicherer Stand ist auch fast viel wert. Keiner hat so große Füße wie meine Süße. Sie werden dann später feststellen, dass diese wunderschönen Apsaras alle Platschi-Füße haben.
Und dem Schwarmerreichen. Diese Riese heißt Bavanna und ist ein Fisch. Genau, obendrauf sitzt Vishnu. Ne? Garuda, das Reichtier von Vishnu. Und unten ist eine Prozession von Göttern, die sowas Ähnliches bringen, wie wir beim Basi festgekriegt haben. Sehen Sie es? Was Sie in den Händen halten? So die Blumenbouquets. Ne? Ist das, was wir beim Abfahren? Das sind Wasserdämonen, das sind ganze Tiere. Wenn wir diese Maske sehen, das ist der Körper. Das ist nur der Kopf, die Methode und zwei Händchen. Hinten erzählen wir auch mal, warum das ist. Ja, nicht da. Das hat er gemacht. Aber jetzt, diese riesigen Arme, hier mit dem Meter, sind ein Schiff, das hat er Die mit den Knochenaugen hier, das sind wie gesagt die Bösen. Wir gehen hoch.
spielt es eigentlich keine statische Rolle. Ich habe die grünen statische Rolle des Verhältnisses. Aber man hat es nicht nachgemacht. Wir haben eine ganze Menge Säulen mit dreieckigen Schöpfen. Hier beispielsweise. Hier sind die Schöpfen drauf. Mehr oben in Pali. Da drüben auf der Säule, da auf der Ecke, da drüben, dort, das in altistischen Zeit aufgebracht worden ist. Aber so muss man sich auch die Anlage vorstellen in der hinduistischen Zeit. Es ging denen nicht um die Schönheit der Architektur, es ging um die Farbe. Bei uns waren ja früher die Kathedralen auch alle Kranzbunt gemalt. Es ist ja nicht so, dass man die Architektur um der Architektur willen verwendet hat. Das hat man ja später in der Ästhetik der Architektur. Und zumindest der breite Mann von der Straße. Die Kirchen waren alle knatschbunt ausgemalt und so war das hier auch. Das Ganze war bunt ausgemalt, die Figurengruppen waren bunt ausgemalt, die wir dort oben auf dem Gesims haben, die Tänzerinnen, die dort oben sind, oder dort hinten der tanzende Schieber. Da gehe ich nicht, ganz sicher. Nee. Du auch nicht, ne? Nein, wer will, der kann, aber ich möchte nicht. Ich habe nicht mehr so. Ich habe nicht mehr so. Und man ist dort an diesem Relief vorbeigegangen, hat an allen vier Seiten, das ist nicht ganz fertig geworden, auf der einen Seite der Hattensbach hat also die, das schauen wir uns noch an, das Relief unten ist man rumgegangen, dann ist man eine Etage höher, hat die nächste Umgehung gemacht in diesem Wandelgang dort mit dem Blick aufs Heiligtum, hatte nur der König was zu suchen. So König und sein Gefolge. Für die anderen war das da oben tabu, für die war hier Schluss. Und auch hier an jedem dieser Giebelfelder, sehen Sie, immer auf der halben Weite ist ein großes Giebelfeld, auf der 14 Weite ist ein kleines Giebelfeld, wie hier drüben. Und da muss ich die weißen Schnüre sehen, das sind diese Rekonstruktionsverfahren, die der Hans Leisen macht, also die das Hazara-Projekt macht. Da wird das gesichert jetzt. Und das wird dann geimpft und dann wird das Ganze abgenommen. Das heißt, die Oberfläche, die die Inder da drauf gepackt haben, die macht man mit diesem Päckchen, wie Sie es gesehen haben, auf den Fotos ab. Und das sind diese Projekte, an denen gearbeitet wird. Der sich darauf setzt und die greifen den Stein auch an. Diesen Stein säubert man dann auch mit solchen Bandagen. Man hat früher, die Inder haben die früher mit Säure abgewaschen. Die Säure zerstört nicht die Tonanteile, die im Sandstein drin sind. Und machen den Sandstein. Und soweit ich weiß, haben sie die hier unten abgenommen. Das heißt, die hatten die Binden schon. Die werden sie mit Binden. Sie werden mit einer Lösung eingeweicht, in Lösung getaucht und werden dann aufgebracht und bleiben dann drauf und zu greifen. Und auf jeder Etage praktisch.